Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte, jetzt wo das Wetter ein bisschen schlechter wird, das hat es bei uns zu regnen angefangen, mache ich mal ein Video, was nichts mit Budgeting zu tun hat. Und zwar einen Klassiker sozusagen aus der YouTube-Welt. Ein What's in my bag Video. Die Crossbody Tote, glaube ich, heißt sie. Müsste auch noch aktuell auf der Homepage zu finden sein. Ich habe meine auf eBay Kleinanzeigen ergattert, nachdem ich, glaube ich, locker ein halbes Jahr lang so eine Suchanfrage drin hatte nach Madewell-Taschen und schon fast die Geduld verloren hätte und mir eine neu bestellt. Die sind so im Kostenbereich, ich glaube so 130 Euro ungefähr in dem Dreh. Und dann ploppte die Anzeige auf, dass dieses Stück hier verfügbar ist. Ich habe die dann gekauft für, ich glaube, 40 Euro und ich bin so unglaublich zufrieden damit. Ich mag ja sehr gerne simple Taschen. Nicht mit viel Farbe, viel Gedöns dran, einfach nur ganz schlicht und schwarz und mit allem kombinierbar. Und da ist die für mich halt wirklich ideal. Vom Format her finde ich die auch ganz interessant. Die ist so viereckig eigentlich, ne? Also ein bisschen größer als diese Kamerabag von Liebeskind, die ich euch neulich mal gezeigt habe. Aber jetzt auch nicht übertrieben groß. Also immer noch wirklich sehr handlich und kann man gut mitnehmen. Und sie hat halt kaum Schmuck, also sie ist, finde ich, sehr, sehr schlicht gehalten. Es sind auch keinerlei Applikationen oder sowas in der Art. Hier hat sie noch so zwei kleine Trageriemchen, die man benutzen kann, wenn man möchte. Die Metalldetails sind aus Gold, muss man natürlich mögen, ne? Ich bin ein riesengroßer Gold-Fan. Und Außentaschen gibt es auch keine, sondern wirklich nur dieses eine Innenfach. So, dann schauen wir mal rein. Die ist gut gefüllt bei mir. So, das ist jetzt so der erste Blick rein. Was man gleich merkt, ist, dass man da drinnen seine Sachen aufrecht transportieren kann, was ich echt gut finde. Das ist durch dieses viereckige Format, wirkt die nicht übertrieben groß, aber sie ist groß genug, dass man so Sachen in der Personal-Größe, zum Beispiel von Filofax, schön aufrecht transportieren kann. Und damit sehe ich auch wirklich alles, was ich dabei habe, auf einen Blick und kann alles auch easy rausholen, wenn ich das möchte. Was man hier gleich zu Anfang sieht, ist mein Schlüssel, mein Autoschlüssel, Hausschlüssel, Hausschlüssel von meinen Eltern und unser Briefkastenschlüssel. Und den mache ich einfach mittels so einem Karabiner hier dran, damit ich den nicht ewig suchen muss, sondern gleich zur Hand habe. Weil auch in der kleinen Tasche kann man seinen Schlüssel ewig suchen. Gut, das ist also das Erste, was ich drin habe. Und dann packen wir mal aus, nach und nach. Das ist erstmal mein Brillenetui, da habe ich meine Sonnenbrille drin und auch eine Brille, die ich trage zum Autofahren. Ich habe so eine Sehschwäche in der Nacht. Bei mir streuen die Lichter, vor allem bei Regenwetter, ganz massiv. Und dann muss ich nachts so eine Brille tragen, sonst könnte ich schon Auto fahren, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht so sicher fühlen. So, für den Rest tue ich jetzt mal die Tasche ein Stückchen zur Seite. Ich zeige euch immer nur, was ich rausnehme. Also, immer dabei habe ich natürlich meinen Filofax in der Personal-Größe. Das ist auch so ein schönes Teil mit so einem wunderschönen Leder. Da ist mein Budget drinnen, meine Tracking-Sheets für unterwegs und halt auch einfach Seiten ganz schlicht für Termine und Dinge, an die ich denken möchte. Listen. Ich schreibe unheimlich gerne Listen, wenn ich zum Beispiel in einem Café sitze und mal 10 Minuten irgendwie Ruhe genieße, dann hole ich den meistens raus, lese meine Listen durch, schreibe neue Listen. Ich habe da hinten so eine extra Rubrik, die ich eigentlich permanent ergänze. Da habe ich Hörbücher, die ich mal hören möchte, Filme, die mich interessieren, dann Ausflüge mit den Kindern, kostenlose, kostenpflichtige Ausflüge, ja, und so in der Art beschäftige ich mich dann mit meinem Filofax. Noch dabei ist natürlich auch das hier, das kennt ihr ja auch schon alle. Da sind meine Cash-Envelopes drin zum Bezahlen unterwegs. Da habe ich jetzt den Bankeinzahlungsumschlag ganz vorne, weil ich heute noch eine kleine Radtour machen möchte zum Bankautomaten, um das einzuzahlen. Genau, und die ganzen anderen habt ihr ja eh schon oft genug gesehen zum Zahlen. Ich habe jetzt nicht immer diese ganzen
Umschläge dabei. Normalerweise sind es nur 3 oder 4, aber die sind es noch drin wegen dem letzten Video, wo ich doch so unglaublich viele Kassenzettel tracken musste. Zu dem Video übrigens auch. Ich weiß, es ist unglaublich lang geworden. Das mit den Kassenzetteln und dem Live-Tracken für euch direkt dauert, glaube ich, einfach zu lang. Ne? Das hält kaum jemand durch. Also ich verspreche, dass ich mir dann für den nächsten Check-in was Besseres einfallen lasse, damit ihr nicht so elends lange Videos euch anschauen müsst. Gut, also das habe ich noch hier drin. Dann, was noch? Das ist einfach so ein kleines Kosmetiktäschchen. Das habe ich mir mal beim DM ausgesucht. Ich habe das dann mal für Stifte genutzt, dann eben für Kosmetik. Jetzt bewahre ich da drin meinen Kleinkram auf, den ich so mitnehme. Ist auch total schön. Das ist so aus Stoff. Ja, einfach mit hübschen Details. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und ich bin so der typische Täschchen im Täschchen-Typ. Also ich brauche das, dass ich Kleinkram halt wieder irgendwo reinpacke, dass nicht alles offen rumfliegt. Also das würde mich wahnsinnig machen. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Also hier habe ich ein kunterbuntes Sammelsurium von unterschiedlichsten Sachen drin. Zum Beispiel einmal einen Lippenpflegestift von DM. Das ist gleichzeitig auch ein Peeling, finde ich ganz spannend. Der Geruch ist ganz toll, das ist Kokosduft. Und der ist halt, oh Gott, wahrscheinlich ist der jetzt voll schmutzig. Also der hat halt so kleine Partikelchen drin und schmirgelt beim Pflegen auch gleich die Lippen ein bisschen ab. Und ich habe eigentlich immer sehr trockene Lippen, sehr trockene Haut. Deswegen ist der immer mit dabei. Dann unverzichtbar natürlich ein Haargummi, ein Kopfschmerztablette, dann habe ich so eine winzig kleine Dose Zahnpasta, die hat der Patrick mal von dem geschäftlichen Trip nach China mitgebracht. Finde ich halt einfach gut, wenn man das Gefühl hat, man hat einen schlechten Atem und möchte sich ein bisschen frisch machen. Dann nutze ich sowas ganz gerne und die nimmt ja auch wirklich keinen Platz weg. Dann natürlich auch immer ganz wichtig mit kleinen Kindern sind Pflaster mit süßen Tierchen drauf, da tut es dann auch gleich gar nicht mehr so weh. Und dazu muss ich nichts sagen. Ein Lippenstift in der schönen Farbe, das sind so Nude-Töne. Hip Hazelnut heißt der. Sieht man das? Das ist ein cooler Name. Also der hat eine ganz unauffällige Farbe, mehr oder weniger ähnlich die Farbe von meinen Lippen, würde ich sagen. Aber ab und zu ein bisschen Farbe mag ich ganz gerne. Der ist auch eigentlich immer dabei. Dann ist da noch was drin und das ist so ein transportabler Akku fürs Handy. Super praktisch, habe ich auch relativ lang gesucht. Das steckt man einfach hier direkt ans Handy dran. So. Und muss dann nicht irgendwie mit einem Kabel noch rumvorwerken. Der einzige Nachteil, den ich nicht bedacht habe damals, ist, dass wenn das da dran steckt am Handy, also hier ist dann das Handy, kann man keine Kopfhörer mehr verwenden. Das ist so ein bisschen das Blöde, aber ansonsten finde ich den super. Reicht für, glaube ich, 3 Akkuladungen so in dem Dreh. Und hübsch ist es natürlich auch. Mal wieder türkis. Ja, und das habt ihr auch schon gesehen, ne? Meine Kopfhörer müssen natürlich auch immer mit dabei sein. Ich höre wahnsinnig gerne Hörbücher auf Audible oder auf Spotify Musik. Genau, die sind auch Pflichtprogramm. Das war jetzt alles das, was hier drin war. So, das war aber noch nicht alles. Das ist echt so ein kleines Platzwunder, diese Tasche. Die hat hier noch so Seitentaschen, wo wahrscheinlich andere Leute ihr Handy reinpacken würden. Aber das Handy habe ich eigentlich meistens in meiner Hosentasche. Was ich hier drin habe, ist so ein Haaröl. Ich habe ja Naturlocken, lange, ziemlich wilde, trockene. Und ja, manchmal gibt es mir einfach ein besseres Gefühl, wenn ich hier noch ein bisschen von dem Öl reinknete. Und dann schauen sie einfach ein bisschen gepflegter aus und nicht ganz so nach explodierter Pudel. Dann habe ich eine Creme dabei, eine kleine Reisegrößendose, eben trockene Haut, ne? Dann habe ich einen Spiegel dabei, einen ganz schlichten, kann man auch immer mal wieder ganz gut gebrauchen. Und was dann noch drinnen ist, ist noch ein Einkaufsnetz. Das ist jetzt nicht immer dabei, aber oft, weil ich halt auf keinen Fall Plastiktüten kaufen möchte und dann oft mich ärgere, wenn ich dann eine Tragetasche vergesse. Deswegen nehme ich meistens dieses Einkaufsnetz hier mit. Klar, ne? Wieder in Türkis, muss sein. Und das ist ja auch so ein Raumwunder, da kann man unglaublich viel noch mit transportieren. Genau, das war's. Ich zeige euch mal noch schnell im Schnelllauf, wie ich das Ganze wieder einpacke, weil ich persönlich sehe sowas ganz gerne. Wen das nicht interessiert, der darf ruhig natürlich ausschalten jetzt. Und danke fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. It's not your fault and you don't deserve. Oh.
call the bed in the herd. And now you tried so hard. And now you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life?